Moin! Wir möchten euch heute ganz gerne 10 PlayStation 4 Games empfehlen aus dem Indie-Bereich, ja, die so physisch auf einer Disc erschienen sind. Und das machen wir jetzt. Und ich bin natürlich auch am Start, Freunde. Los geht's! Jo, ich fange mal mit einer kleinen Mogelpackung. Ich habe mir nämlich ausgesucht ein Release, auf dem sich zwei Spiele befinden. Und zwar dieses hier. Inside und Limbo von Playdead und 505 Games gepublished. Auf einer ja, gemeinsamen Collection. Finde ich sehr nice. Limbo ist ja vor vielen Jahren schon mal als absoluter PC-Indie-Hit in die Annalen der Videospielgeschichte eingegangen. Er hat Annal gesagt. Inside ist ein Spiel, welches vor kurzem erst rauskam. Und da hat man sich dafür entschieden. Finde ich richtig cool. Bei 505 hier beide Games als Double Pack zu publishen. Das ist natürlich richtig cool. Die beiden Spiele sind zusammen auf Disc und sich einander auch ziemlich ähnlich, während Limbo sich ja in einem so ganz düsteren, schwarz-weiß gehaltenen und ja, sehr körnigen und verwaschenen Look präsentiert, ist Inside insgesamt so ein bisschen farbiger, aber nicht weniger düster. Und die Geschichte von Limbo und vor allen Dingen von Inside ist absolut super krank, ja, muss man echt sagen. Ich finde, Limbo hat insgesamt ein bisschen einsameren, so einen etwas verlasseneren Grundton als Inside. Inside ist einfach nur total crazy und das Ende ist richtig krank. Das möchte ich euch auch gar nicht verraten. Es geht hier viel mehr noch als bei Limbo ums Verfolgtwerden. Und das finde ich echt richtig spannend. Sind in beiden Fällen richtig coole Rätselplattformer und absolut zu empfehlen. Inside und Limbo hier in diesem Double Pack physisch für die PlayStation 4. Ich zeige euch Dead Cells. Und dazu muss ich sagen, es hat sich so eine kleine Hassliebe entwickelt zwischen mir und dem Spiel und ich glaube auch zwischen Marcel und dem Spiel, weil es wirklich ein ziemlich knackiges Spiel gewesen ist. Warum ich jetzt da die Vergangenheit benutze, da komme ich später nochmal zu. Aber wir haben es auf jeden Fall immer wieder versucht und ich habe sehr, sehr viele Versuche gebraucht, bis ich endlich mal einen Run geschafft habe. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es waren irgendwas zwischen 120 und 130 Versuchen und pro Versuch braucht man schon ja so eine gute Stunde. Vielleicht waren mal ein paar Versuche weniger und mal ein paar Versuche mehr. Aber ja, was ist es denn überhaupt erstmal für ein Spiel? Ne? Das sieht jetzt optisch erstmal so ein bisschen nach einem Metroidvania-Style-Game aus. Es bezeichnet sich selbst als Roguevania, also mit Roguelike-Elementen. Das wiederum heißt, das Sterben gehört zum Spiel dazu. Ja, man kann dann aber auch so Upgrades freischalten, halt in Form von Waffen oder von permanenten Fähigkeiten zum Beispiel, die einen dann weiterkommen lassen bzw. Areale betreten lassen, die man vorher halt nicht betreten konnte. Und das Spiel war sehr, sehr schwer letztes Jahr noch nach Erscheinen. Und es gab einige Patche und ich habe das letztens nochmal gespielt und jetzt ist es plötzlich ziemlich leicht geworden, muss ich sagen. Zumindest ohne Bosszelle, das heißt, seinen ersten Run kann man wirklich sehr entspannt machen. Ich habe das nochmal eingelegt und habe das nochmal gezockt und habe sofort die ersten zwei Runs, die ich gemacht habe, habe ich durchgezockt. Und ich habe bei dem Endboss kaum Energie verloren. Das ist eine Sache, die hat halt letztes Jahr nicht so gut funktioniert. Und jetzt gab es auch nochmal einen größeren Patch, wo dann auch noch ein bisschen mehr Story dazugekommen ist, beziehungsweise noch ein paar Areale mehr und auch ein Endboss ist dazugekommen. Und der Schwierigkeitsgrad des Spiels gestaltet sich so, beim ersten Durchlauf hat man keine Bosszelle. Ja, man spielt das dann einmal durch, bekommt eine Bosszelle, die kann man dann aktivieren, das Spiel wird schwieriger. Dann spielt man das nochmal durch mit einer aktivierten Bosszelle, man bekommt die zweite und so weiter. Und ich habe zwei Bosszellen, ich habe das letztens versucht und bin jetzt auch nach den Patchen kläglich gescheitert. Es ist einfach unfassbar schwer mit zwei Bosszellen. Und um das Spiel komplett durchzuspielen, muss man das eigentlich durchspielen mit fünf Bosszellen. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schwierig das sein muss. Ich wollte euch noch kurz zeigen, für Sammler vielleicht interessant, es gab eine coole Signature Edition von dem Spiel. Und da ist so ein Artbook und ein Soundtrack drin und noch so ein paar andere interessante Sachen. Eine Postkarte gab es dazu, beziehungsweise ist keine richtige Postkarte, ist so Postkartenformat, aber die ist beidseitig bedruckt. Und es gibt jetzt im August nochmal ein neues Release, wo dann dieser neue DLC auch direkt mit drauf ist. Also wenn ihr die alte Version besitzt, ihr könnt den DLC kostenlos runterladen. Rise of the Giant heißt der. Aber so wie ich das verstehe, ist das auf dem neuen Release gleich mit drauf.
Wir haben bei der Spielauswahl für das heutige Video ein bisschen darauf geachtet, dass wir genremäßig ein bisschen abwechslungsreich da sind. Wir wollten nicht nur Rätselplattformer zeigen, wir wollten nicht nur dies, das, jenes zeigen, sondern ein bisschen die Vielfalt irgendwie rausholen. Und da bin ich über ein Game gestolpert, was ich unbedingt zeigen möchte. Das ist ein total geiler Multiplayer-Kracher, der bei Limited Run Games erschienen ist mal. Und zwar Crawl. Dungeon Crawler im Grunde genommen, der ja auch mit so Roguelike-Elementen halt rumspielt, wie das dann in den letzten Jahren gefühlt jedes Indie-Game gemacht hat. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass immer ja, so ein bisschen Katz und Maus spielen. Ne? Einer ist sozusagen immer der Jäger und die anderen Mitspieler, maximal drei, sind die Gejagten. Während die einzige Spielfigur das Dungeon Crawling also aktiv betreibt, spielen die anderen Mitspieler entweder halt ja, physische Couch-Koop-Mitspieler oder KI-Gegner, die spielen halt quasi Geister, die eine ganze Menge machen können, um dem Spielcharakter der Hauptfigur das Leben schwer zu machen und ihn sozusagen umzubringen. Und der Mitspieler, der das halt im Spielverlauf schafft, die Hauptfigur zu killen, der wird dann selber zu der Hauptfigur und der Gekillte wird dann zu einem Geist. Also das tauscht sich sozusagen immer so durch. Und das Ganze ist in einem total besonderen Artstyle gemacht. Das ist so Pixel-Art-mäßig natürlich, aber mit einem ganz eigenen Flair. Also für diejenigen, die sagen, ey, oh, ich kann diese Pixel-Scheiße nicht mehr sehen, guckt euch Crawl trotzdem an. Das ist also völlig übertrieben gemacht und sieht total schick aus. Die Musik ist geil. Das ganze Setting ist echt total geil und macht echt Spaß. Und vor allen Dingen dieser kompetitive Multiplayer-Aspekt kommt hier richtig gut durch. Und ich glaube, wenn man das wirklich zu viert oder zu dritt oder so auf der Couch zockt, anstatt nur zu zweit, dann ist es nochmal geiler. Da kommt halt auch dieser Multiplayer macht alles besser Faktor halt nochmal durch. Absolute Empfehlung, total geiles Spiel. Crawl für die PlayStation 4. Ich habe mal geguckt, das kriegt man natürlich nur noch auf dem Zweitmarkt, weil das bei Limited Run Games direkt natürlich vergriffen ist. Kostet aber nicht so viel, kann man sich so für 40, 45 Euro auf jeden Fall kaufen. Das sollte man machen, wenn man Bock hat auf einen Pixel-Style Dungeon Crawler im Multiplayer. Crawl. Als nächstes stelle ich euch vor Trüberbrook. Ja, Trüberbrook ist ein Point-and-Click-Adventure, ein Genre, was man ja heutzutage nicht mehr allzu häufig sieht. Und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Vor allen Dingen, was mir an dem Spiel so gut gefällt, ist halt die Optik. Die Kulissen des Spiels sind halt wirklich physisch hergestellt worden und das ist einfach nur hammergeil. Und es gibt dem Spiel einfach auch einen einzigartigen Look, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Für die Ohren wird auch einiges geboten. Es gibt professionelle Synchronsprecher, zum Beispiel Noah Tschirner, Jan Böhmermann und Dominik Wirth. Die Story von Trüberbrook, muss ich sagen, hat mich wirklich positiv überrascht und der Humor in dem Spiel ist wirklich erste Sahne, gerade für Leute, die halt früher gerne Point-and-Click-Adventure gespielt haben, die kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Ich glaube aber eigentlich, dass ich gar nicht mehr so viel zu dem Spiel sagen muss, weil wir ja schon eine umfassende Review gemacht haben, die ihr natürlich alle gesehen habt, ne? Und wenn nicht, dann verlinken wir das, ne? Für die, die das nicht gesehen haben, verlinken wir das mal hier oben und dann guckt ihr euch das gleich mal an nach diesem Video hier. Die Games, die wir euch heute zeigen, die sind zwar alle absolut geil, aber die sind nicht unbedingt PlayStation 4 exklusiv. Ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Die meisten Spiele, die wir euch heute präsentieren, kann man inzwischen auch für die Switch oder für die Xbox spielen, sich entweder im eShop runterladen oder sogar auch teilweise physisch kaufen. Ein physisches Release ist angekündigt im Westen für das Spiel, was ich euch jetzt zeigen möchte, und zwar dieses hier, Forgotten Anne. Das ist ein Spiel, welches es bisher nur in Japan physisch auf dem Markt gibt. Deswegen habe ich jetzt hier auch die importierte japanische Version. Könnt ihr aber bedenkenlos machen, denn das Spiel ist komplett auf Englisch spielbar. Englisch solltet ihr allerdings können, denn sonst versteht ihr nichts. Forgotten Anne ist ein Spiel, welches mich vor allen Dingen durch seinen Artstyle in seinen Bann gezogen hat. Als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, krass, sowas Geiles. Also es hat so einen ja, Anime-artigen Stil, so ein bisschen Studio Ghibli-mäßig. Und dabei ist es ein 2D-Adventure-Game. Es hat zwar auch so ein bisschen Plattformer-Elemente, aber in erster Linie ist es ein Adventure-Game, wo man ja, sich also durch eine, wie ich finde, ziemlich abgefahrene Geschichte spielt, indem man nämlich diese Anne ist, ja, die in einer ja, Paralleldimension, könnte man eigentlich sagen, zusammen mit allen Gegenständen, die in der echten Welt so vergessen wurden, zum Beispiel unterm Bett oder was weiß ich wo, oder die einfach im Laufe der Zeit nicht mehr wichtig waren für ihre Besitzer. Die kommen also alle in diese Welt der vergessenen Dinge und dort spielt ihr diese Anne, die gemeinsam mit ihrem
Vater, Ziehvater, ich will auch nicht zu viel verraten, versucht also diese Welt auch wieder zu verlassen. Und dabei deckt ihr dann im Laufe des Spiels eine ziemlich krasse und große Intrige auf, ein ziemlich großes, verzwicktes Machtspiel und habt da auch mit einigen Twists in der Story zu tun. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ist ein absolut kurzweiliges Spiel, dauert echt nur ein paar Stunden und sollte euch definitiv gefallen, wenn ihr auf gute Geschichten, einen richtig geilen, schönen Artstyle und eine traumhafte Musik steht. Forgotten Anne. Hammergeil. Inzwischen gibt es für die PlayStation 4 drei physisch veröffentlichte Wonderboy-Spiele. Eins davon kommt aber für diese Liste überhaupt gar nicht in Frage. Und bei den zwei anderen Spielen habe ich mich für diese Liste entschieden, jetzt für Wonderboy The Dragon's Trap. Hier in der Limited Run Games Version, die ich sehr schön gestaltet finde. Ne? Das hat so ein bisschen Anlehnung halt an das alte Sega Master System Design. Denn das ist ja auch ein Remake von einem Sega Master System Klassiker. Ne? Und es ist wirklich ein sehr, sehr schön gestaltetes Metroidvania-Game. Das heißt, man hat so eine kleine Art Open World, in der man aber nicht sofort überall hinkommt. Ne? Man muss erstmal so ein paar Upgrades finden, um dann Gebiete zu erreichen, die man halt vorher nicht erreichen konnte. Bei The Dragon's Trap funktioniert das mit den Upgrades so, dass man halt irgendwelche Upgrades findet, die es einem ermöglichen, sich in ein anderes Wesen zu verwandeln. Ja, also so kann man sich zum Beispiel in einen kleinen Mouse-Man verwandeln, mit dem man dann durch enge Passagen gehen kann, durch die man mit anderen Charakteren wiederum nicht durchgehen kann. Sehr, sehr geil an diesem Release ist übrigens auch, dass man während man zockt die Grafik und die Musik umstellen kann. Das heißt, man kann das Spiel entweder halt mit der Original-Optik in dieser 8-Bit-Grafik zocken, mit Original-Chiptune-Sounds vom Sega Master System. Wenn einem das aber nicht gefällt, kann man die Grafik umstellen auf einen modernen, handgezeichneten Look, der wirklich auch sehr, sehr schön aussieht, muss ich sagen. Normalerweise mag ich sowas ja nicht so gerne, aber das gefällt mir eigentlich auch richtig gut. Und es gibt auch einen modern eingespielten Soundtrack, der sich wirklich hammermäßig geil anhört. Ach ja, liebe Freunde, What Remains of Edith Finch, der wohl schönste und emotionalste Walking-Simulator, den es vielleicht gibt, keine Ahnung, den ich auf jeden Fall jemals gespielt habe. Ein wunderschönes Spiel mit einer total spannenden Story, welches erstmal gar nicht so aussieht, als würde es viel können. Ne? Also es ist wirklich ein Walking-Simulator, das heißt, ihr steckt in der Haut von Edith Finch und müsst dieses alte, verlassene Familiengebäude auf dieser einsamen Insel gehen und sucht dort die Geschichten eurer Verwandten, verstorbenen Familienmitglieder, die alle irgendwie ihre eigenen Geschichten halt erlebt haben. Und das findet ihr raus, indem ihr in diesem großen, verwinkelten Haus die eigenen Zimmer eurer Verwandten aufsucht, sie durchsucht und ja, dort jeweils eine kleine Geschichte erlebt und so nach und nach den Stammbaum der Finch-Familie eben frei spielt und entdeckt. Dabei ist das Spiel total kreativ in seinem Gameplay, also jede Story, die ihr so durchlebt, spielt ihr auf total unterschiedliche Weise nach. Es kann sein, dass sich das Spiel mal so komplett in einen Comic verwandelt, dass man einen Perspektivwechsel vornimmt und. Richtig geiles Spiel und ich glaube, dass man es sogar noch bestellen kann bei einem 8-Bit. Da solltet ihr definitiv mal nachschauen, denn das ist eines der schönsten Spiele im Indie-Bereich, was Storytelling angeht. Ever made. What Remains of Edith Finch. Ein Traum. Ich zeige euch noch ein Spiel von Limited Run Games und zwar Exiles End. Ein super krasses, geiles Game. Es ist auch ein Metroidvania-Style-Game. Ich mag solche Spiele halt einfach unheimlich gerne. Das zeigt sich immer wieder. Limited Run Games hat das Spiel auf der E3 2018 erstmalig angekündigt, also dass sie das veröffentlichen werden. Das Spiel gab es natürlich vorher schon, aber ich kannte das vorher nicht. Und als ich das gesehen habe bei Limited Run Games in der Ankündigung, habe ich mich sofort in diesen Artstyle verliebt, weil es sieht total Amiga-mäßig aus, ne? Und da stehe ich ja mega drauf. Das Spiel habe ich mit euch zusammen an einem schönen Abend mal zusammen live gestreamt und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es im Livestream leider nicht durchgespielt, aber ich glaube, spätestens ein paar Tage nach dem Livestream habe ich das durchgespielt. Es ist super atmosphärisch und es hat mir richtig Spaß gemacht. Es gibt auch verschiedene Enden in dem Spiel. Ich habe sie beide gesehen. Das sagt halt immer super viel darüber aus, wie ich ein Spiel finde, wenn ich das, nachdem ich das irgendwie durchgespielt habe und einen Abspann gesehen habe, wenn ich halt irgendwie gucke, gibt es da noch mehr? Kann ich mir da irgendwie noch mehr zu angucken? Dann finde ich ein Spiel richtig gut und das war halt hier der Fall. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr solche Games gibt.
Freunde, ich empfehle euch heute das letzte meiner 5 Games und das soll sein ein Rätselplattformer, nicht nur irgendein Rätselplattformer, sondern wahrscheinlich eins meiner liebsten Indie-Games überhaupt of all time und das möchte ich echt zeigen, nämlich Hue. Hue ist von Limited Run Games erschienen für die PlayStation 4. Es gibt auch schon so ein bisschen Gemunkel, dass das wohl auch nochmal für die Switch kommen wird. Bei Limited Run kann man das natürlich nicht mehr bestellen, das ist vergriffen. Aber ihr kriegt das Ding bei eBay so auf dem Zweitmarkt für 40, 45 Euro bestellt. Und wenn ihr auf Rätselplattformer steht, die eine ja, echt innovative Mechanik haben und eine tolle Musik, dann solltet ihr euch das Spiel auf jeden Fall mal angucken. Hue ist ein relativ simples Game eigentlich, welches eine sehr vage und sehr abstrakte Geschichte erzählt. Ihr spielt also einen Jungen, der hier im Spiel auch Hue genannt wird, der durch so ein ganz simplifiziertes 2D-Labyrinth gehen muss. Dabei ist das aber nicht so Metroidvania-mäßig, sondern das ist wirklich ganz linear und stringent. Die interessante Gameplay-Mechanik ist, dass ihr im Laufe des Spiels über so ein Farbrad Farben freischaltet, die ihr dann auswählen könnt. Und wenn ihr eine Farbe ausgewählt habt, zum Beispiel gelb oder so, dann färbt sich der komplette Hintergrund des Levels gelb ein und alle Elemente, die gelb sind, werden dann sozusagen unsichtbar, sie verschwinden. Sie werden nicht nur unsichtbar, sondern sie verschwinden auch. Und so kann man dann diverse Schiebe, Rätsel, Puzzle und ja, mit Laserstrahlen und sonst was, ne, Luftballons und so, alles was es da so gibt, also ganz viel so physikalische Rätsel eben lösen. Richtig schön gemacht, dabei kriegt ihr eine total geile Musik. Also so ein klaviermäßiger Soundtrack, der wunderschön ist. Den kriegt ihr die ganze Zeit auf die Ohren. Und ja, das ist wirklich ein ganz seichtes Spiel, welches auch nicht super lang ist, aber echt Spaß macht und wirklich fast ein Kunstwerk ist. Kann ich euch echt wärmstens empfehlen, ist wirklich eins meiner absoluten Highlights im Indie-Bereich überhaupt. Hue für die PlayStation 4. Im Gegensatz zu allen anderen Spielen in diesem Video habe ich das nächste Spiel nur kurz angezockt, das sage ich ganz ehrlich dazu. Und zwar geht es um Horizon Chase Turbo, was ich hier in der brasilianischen Retail-Fassung habe. Da bin ich ein bisschen stolz drauf, denn das war nicht ganz so leicht zu bekommen. Angezockt habe ich das Spiel per Download-Code, den ich freundlicherweise von Aquiris bekommen habe. Das Spiel wird sehr oft mit OutRun in einem Satz erwähnt, was einfach daran liegt, dass es genau wie OutRun ein arcadiger Funracer ist. Mir gefallen an dem Spiel besonders gut die tolle Optik, der geile Soundtrack und dass man das Spiel einfach einlegen und losracen kann. Also man braucht keine lange Einarbeitungszeit, sondern kann sofort losheizen. Es macht einfach total Spaß, durch die unterschiedlichen Strecken zu fahren und verschiedene Upgrades und Autos freizuschalten. Ich kann leider nicht zur Couch-Koop-Erfahrung sagen, aber ich weiß von Marcel und Raketenjansel, dass die beiden das mal an einem ihrer Zockerabende zu zweit gezockt haben und am nächsten Tag haben wir beide erzählt, wie geil das war und das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen. Wenn ihr das Spiel auch in einer physischen Version haben wollt, dann müsst ihr leider zum Import greifen, denn das Spiel ist bisher nicht in Europa bzw. in Deutschland angekündigt worden. Es gibt aber demnächst ein Release in USA, was ihr zum Beispiel bei Amazon.com vorbestellen könnt. Ja, und das war's. Marcel und ich lieben einfach unsere physischen Indie-Videospiele so gerne. Deswegen war so ein Video einfach mal total überfällig. Bleibt noch die Frage an euch, welche Indie-Games ihr uns denn empfehlen könnt. Denn wir sind nicht nur die Ratgeber, sondern wir suchen natürlich auch immer händeringend nach geilen Games. Ich weiß, dass auch noch super viele Spiele angekündigt worden sind. Einige sind jetzt auch nicht genannt worden, weil wir sie noch nicht physisch in der Hand haben. Wenn ich so an Celeste denke oder The Messenger oder so. Shovel Knight ist natürlich auch geil. Uns ist vollkommen klar, dass es noch eine riesige, breite Masse an geilen Indie-Spielen gibt. Aber wir können die natürlich jetzt alle hier nicht im Video covern. Deswegen also nur heute 10. Eine kleine, aber feine Auswahl. Sagt uns gerne mal, wenn da ein geiler Tipp für euch dabei war. Und schreibt uns eure Tipps bitte in die Kommentare. Es kann überhaupt nicht schaden, diesen Kanal zu abonnieren. Kostet gar nichts. Jedes neue Video kommt sonntags um 16 Uhr. Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.